Der Starship Super Heavy Booster mit der Serie Nummer 11 zündete am Morgen des 6. Juni 2024 alle seine 33 Raptor-Triebwerke. Nur 2 Sekunden später fällt eines davon gleich wieder aus. Abgesehen von diesem ausgefallenen Triebwerk verlief die Aufstiegsphase des 4. Starship-Testfluges wie aus dem Bilderbuch. Hör dir einmal an, wie dieses Ungetüm zum Leben erwacht und seine Triebwerke aufheulen lässt. Die ersten Sekunden sind spektakulär. Zu sehen ist, wie der Schall durch die feuchte Morgenluft und die niedrigen Wolken in Texas donnert. Der ausgefallene Raptor schien überhaupt keine Probleme zu bereiten. Im Gegenteil, Max-Q, der Bereich, der die größte aerodynamische Belastung für die Rakete beschreibt, wurde sogar einige Sekunden früher erreicht. Das ist der Vorteil von vielen Triebwerken. Fällt eines aus, hat man immer noch 32 Stück. In einer Höhe von etwa 67 Kilometern und nach 2 Minuten und 45 Sekunden passierten dann einige Dinge in schneller Abfolge. Zuerst wurden bis auf die 3 innersten Triebwerke die verbleibenden 29 der beiden äußeren Ringe in Gruppen heruntergefahren. Das zeigt diese Grafik hier sehr gut. Nach einigen Sekunden war das erledigt und während die beiden Stufen noch aneinander hingen, zündeten die 6 Triebwerke der Oberstufe. Erst hier wurden die 3 Haken gelöst, die die Oberstufe festgehalten haben, und der Booster begann mit dem Rückwärtssalto. Dieses Manöver wird Hot Staging genannt und wird durchgeführt, damit in jeder Phase des Fluges Schub auf die beiden Stufen übertragen wird. Das Thema habe ich im Detail in diesem Video hier beschrieben, das ich dir natürlich unten verlinke. Für jetzt reicht es zu wissen, dass der Booster mit einem zusätzlichen Hitzeschild zwischen den beiden Stufen ausgestattet werden musste, um dieses Manöver durchführen zu können. Diese Zwischenstufe ist als Hot Staging Ring bekannt. Inzwischen hatte der Booster wieder die 10 Triebwerke des mittleren Ringes angeworfen, um den sogenannten Boost Backburn durchzuführen. Diese Zündung brachte den Booster wieder auf eine Flugbahn Richtung Golf von Mexiko vor die Küste von Starbase. Nah genug an der Küste, um die Fähigkeit eines Rückfluges zu demonstrieren, aber gleichzeitig weit genug entfernt, um nichts und niemanden zu gefährden. Währenddessen beschleunigte die Oberstufe weiter ohne Probleme. Eines der wichtigsten Testziele war es, den Booster propulsiv, also mit Hilfe seiner Triebwerke, weich im Wasser zu landen. Dabei wurde simuliert, dass der Booster vom Turm gefangen wird. Angeblich haben sich die Mechazilla-Arme in Starbase simultan zur Landung dementsprechend bewegt. Aber dazu konnte ich leider keine Bestätigung oder Bilder finden. Der mittlere Ring wurde bei 3 Minuten 48 heruntergefahren und die 3 Raptoren in der Mitte feuerten für weitere 7 Sekunden. Der Booster hatte noch etwas an Höhe zugelegt, befand sich in einer Höhe von 106 Kilometern und stieg dann noch etwas weiter, bis er ungefähr 109 Kilometer erreicht hatte. Dann begann der freie Fall und die aerodynamische Steuerung des Boosters. Nach etwas mehr als 4 Minuten haben wir gesehen, wie der vorhin erwähnte Hot Staging Ring planmäßig abgeworfen wurde. Dieses Vorgehen ist zwar nicht im Sinne der Wiederverwendung, aber diese etwa 10 Tonnen schwere Konstruktion war ein Provisorium. In Zukunft wird eine leichtere Version davon in den Booster integriert und nicht mehr abgeworfen. In diesem Fall ist der Abwurf jedoch notwendig, um die Stabilität beim Abstieg zu gewährleisten und um ausreichend Treibstoff für die weiche Landung übrig zu haben. Was unter dem Hot Staging Ring verborgen lag, bekamen wir kurz nach der 6-Minuten-Marke zu sehen. Wenn du hier rechts im Bild genau hinsiehst, erkennst du den Mechanismus, der die Gridfins steuert. Man erkennt, dass diese Bewegungen des Motors zu den Bewegungen des Boosters passen. Sobald der Booster in die dichten Schichten der Atmosphäre bei etwa 10 Kilometern eintritt, fiel mir auf, dass dieser Gridfin etwas wackeliger erscheint als die auf den Falcon 9 Boostern. Aber im Gegensatz zum letzten Flug gibt es keine Übersteuerung oder Kontrollverlust. Je dichter die Luft wird, desto mehr Kontrollautorität haben die Gridfins. B11 hat einen Kilometer über dem Wasser noch Schallgeschwindigkeit, als die Triebwerke anlaufen. Hier ist besonders interessant, in welcher Reihenfolge diese Triebwerke angehen. Zuerst die mittleren 3, dann dieses eine und gleich anschließend die übrigen der mittleren Reihe paarweise. Einer davon springt jedoch nicht an. SpaceX hat uns im Nachhinein noch diese Bilder gegeben, die einen großen Feuerball zeigen, der entsteht, sobald die Triebwerke anspringen. Vermutlich hat das Triebwerk, das hier ausgefallen ist, dafür gesorgt.
Ich frage mich, ob dieses Triebwerk einen Bruchteil einer Sekunde früher gezündet wird, um eine Seitwärtsbewegung in Richtung des simulierten Turms einzuleiten, ob das einfach nur Zufall war oder einen ganz anderen Grund hat. Was glaubst du? Lass uns darüber in der Kommentarsektion quatschen. Mir ist auch aufgefallen, dass sich hier einiges ablöst und vom Booster davonfliegt. Ich weiß allerdings nicht, was der Grund dafür war. Es könnte sich um Motorgehäuse oder andere Außenverkleidungen handeln. Jedenfalls baut der Booster den Großteil der verbleibenden Geschwindigkeit ab und fährt dann den mittleren Ring herunter. Nach einem kurzen Schweben über dem Wasser werden auch die letzten drei Triebwerke abgestellt. Der Booster fällt die letzten Meter ins Meer und kippt um. Damit ist dieser Teil des Testfluges offiziell und mit Live-Bildern erfolgreich zu Ende gegangen. Das bringt uns wieder zurück zum Schiff, das inzwischen in einer Höhe von 146 Kilometern flog und auf über 22.000 km/h beschleunigt hatte. Bei rund 25.000 km/h, kurz nach der 8-Minuten-Marke, fuhren die drei vakuumoptimierten Triebwerke herunter, da man sich bereits der Zielgeschwindigkeit näherte. Die drei meereshöhenoptimierten Raptoren liefen für ungefähr eine weitere halbe Minute und wurden dann auch abgestellt. Damit hatte das Schiff eine Geschwindigkeit von rund 26.500 km/h und eine Höhe von 150 km erreicht. Die Geschwindigkeit ist quasi Orbitalgeschwindigkeit, weil man für diesen Test aus Sicherheitsgründen auf die letzten km/h verzichtete. Das bedeutet, dass das Schiff nun in einer stabilen elliptischen Umlaufbahn um die Erde war. Der höchste Punkt dieser Ellipse oder das Apogeum lag in einer Höhe von 213 Kilometern und wurde 24 Minuten in den Flug hinein erreicht. Der niedrigste Punkt dieser Ellipse oder auch das Perigeum lag etwa 10 Kilometer unter der Erdoberfläche. Während dieser ballistischen Phase bzw. der Coasting-Phase haben wir größtenteils keine Live-Bilder bekommen. Aber SpaceX hatte laut Elon Echtzeitzugriff auf 11 der 16 verbauten Kameras in dieser Zeit. In Zukunft werden sie mehr Kameras, aber auch mehr Starlinks einbauen. Eine sehr interessante Sache war, nachdem alle Triebwerke der Oberstufe abgestellt waren, es waren sehr lange und konstante Gasstöße zu sehen. Das hat Thorsten und mich im ersten Moment etwas verwirrt. Wir waren uns nicht sicher, ob das geplant oder ob hier ein Leck aufgetreten war. Allerdings handelte es sich tatsächlich um Lageregelung. Ein derart gigantisches und schweres Schiff braucht wesentlich längere Stöße der Lagerregelungsdüsen als eine Crewkapsel, da das Ding einfach viel schwerer ist. Während der gesamten 28 Minuten, in denen wir kein Video bekommen haben, wurde An der schönen blauen Donau von Johann Strauss gespielt. Fand ich irgendwie nett. Bei Minute 37 haben uns wieder Live-Bilder aus dem Orbit erreicht. Hier wurde es dann richtig spannend, als das Schiff in die Atmosphäre eintrat. Zur Klarstellung, das Schiff kommt anfangs extrem flach in die Atmosphäre, um nicht zu schnell auf die dichten Schichten zu treffen. Später auf dem Mars ist es sogar vorstellbar, dass man so flach in die Atmosphäre eintritt, dass man sie kurz darauf wieder verlässt und das mehrmals wiederholt, um Geschwindigkeit abzubauen. So viel dazu. Ab ca. T plus 45 Minuten beginnen wir den ersten Schimmer vom Plasma zu erkennen. Achtung! Dieses Plasma entsteht nicht durch Reibung, sondern durch die Kompression der Luft vor dem Schiff. Es ist auch schnell zu erkennen, dass das Plasma nach oben hin einen Kanal freilässt, wodurch die Starlink-Systeme die Datenübertragung fast vollkommen ununterbrochen aufrechterhalten konnten. Durch den Luftwiderstand erzeugt das Schiff ein wenig Auftrieb und bleibt so etwas länger in den höheren Schichten der Atmosphäre. Ohne Auftrieb hätte das Schiff viel schneller an Höhe verloren. Während dieser Phase können Temperaturen von bis zu 1400 Grad Celsius auf das Schiff einwirken. Das Plasma ist viel heißer, aber das kommt mit dem Schiff nicht in Berührung. Damit befinden wir uns schon mitten in der etwa 20 Minuten langen Wiedereintrittsphase. Bei etwa 49 Minuten begann die Spitzenhitzebelastung. Und man sieht hier schon, dass diese Steuerfläche gewisse Schwierigkeiten hat. Aber das gesamte Schiff bleibt stabil. Es scheint mir, als wäre diese Fläche hier etwas aufgebläht. Das heißt, von unten dringt irgendwo Luft durch und verbiegt den Stahl. Das Plasma wird dichter und dichter und liefert uns ein unglaubliches Schauspiel. Bei etwa 70 Kilometern Höhe beginnt das Schiff die Geschwindigkeit schneller abzubauen. An dieser Stelle bremst das Schiff mit etwa 0,5 G. Das ist eigentlich recht gemütlich. Aber keine Sorge, so bleibt es nicht.
An dieser Stelle sind die Temperaturen bereits konstant und steigen nicht weiter an. Jetzt schau dir diese Steuerfläche an, die langsam beginnt sich aufzulösen. Die Hitze bearbeitet ununterbrochen die gleiche Stelle. Genau die Stelle, wo bewegliche Teile sind und die Winkel und Gelenke Spalte erfordern. Es brechen immer mehr Teile und Kacheln weg. Und alle dachten an dieser Stelle, dass der Verlust dieser Steuerfläche zum Kontrollverlust der gesamten Rakete führt. Jeden Moment müsste das Ding auseinanderbrechen. Aber das Schiff blieb stabil und obwohl es den anderen Steuerflächen vermutlich ähnlich ging, hat es das Schiff geschafft, die Kontrolle zu behalten. Allerdings ist einem X-Post von Elon zu entnehmen, dass nur diese Steuerfläche derart zerstört wurde. Ihr seht hier schon diese Funken, die anzeigen, dass immer mehr Partikel in dieser Hitze in Flammen aufgehen. Schau mal, wie einige brennende Partikel hier auf der Rückseite des Schiffes zum Erliegen kommen und darauf hindeuten, dass an manchen Stellen tatsächlich Windstille herrscht. Abgesehen von den Kacheln, die hier am Flügel herausgerissen wurden, hatte SpaceX bereits vor dem Start ganz bewusst zwei Kacheln auf Höhe des Triebwerksraumes entfernt und eine weitere Kachel mit einer dünneren Version ersetzt. So wollten sie kontrolliert herausfinden, was mit Stellen passiert, die ihre Kacheln verlieren. So konnte die Stelle von Anfang an mit Sensoren und Kameras beobachtet werden. Bei Minute 57 glüht die Steuerfläche bereits so sehr, dass sie beinahe durchsichtig ist. Und eine halbe Minute später ist sie bereits durchgebrannt und große Stücke schmelzen und brechen weg. Einige geschmolzene Teile fliegen auf die Kamera und beschädigen die Linse. Hier übrigens ein Bild von Mary, die diese Kamera in einem Foto verewigt hat. Wenn tatsächlich nur diese eine Steuerfläche beschädigt wurde, dann kann ich mir vorstellen, dass das passiert ist, weil das Schiff vielleicht probiert hat, in eine bestimmte Richtung zu steuern und somit eine Seite mehr belastet wurde als die andere. Denn eigentlich müssten diese Elemente baugleich sein. Dass das Schiff hier nicht die Kontrolle verliert und auseinanderbricht, wird sich als wertvoll für die Crew-Zertifizierung erweisen. Denn trotz vermutlich hunderter fehlender Kacheln und durchgebrannter Steuerelemente hat das Schiff sein Ziel um nur 6 Kilometer verfehlt. Dabei reden wir erst von Flug 4, von Hunderten oder sogar Tausenden. Nach einer knappen Stunde Flugzeit haben wir den Kontakt zur Oberstufe verloren. Aber wenn man hier unten rechts auf die Telemetrie schaut, sieht man, dass das Ding noch halbwegs intakt ist. Dann ist die Verbindung plötzlich wieder da und durch diese Lücken ist zu erkennen, dass die Funken ungefähr in die richtige Richtung fliegen. Knappe 2 Minuten später fällt das Signal wieder aus, dieses Mal länger. Aber wieder bleibt uns die Telemetrie. Nach einer halben Minute erreichen uns erneut Live-Bilder. An dieser Stelle haben wir alle schon mehrmals geglaubt, dass es schon vorbei ist. Aber das Schiff kämpfte sich durch. In einer Höhe von 11 Kilometern wurden die höchsten Entschleunigungskräfte von 5,1 G erreicht. Was eigentlich nicht allzu dramatisch ist. Hier muss man etwas Fantasie einsetzen und diese Grafik hier beachten, damit man die letzten Sekunden vor dem geistigen Auge gut sieht. Man erkennt jedoch einige Male noch, wie sich die Steuerflächen bewegen und das Schiff ausrichten. Nach einer Stunde, 5 Minuten und 29 Sekunden erreicht das Schiff seine Endgeschwindigkeit und kurz darauf geschieht das Unglaubliche. Das Schiff leitet tatsächlich das Flip-Manöver ein, indem es seine Triebwerke zündet und sich aufrichtet, um weich im Wasser nordwestlich von Australien im Indischen Ozean zu landen. Allerdings dürfte etwas mit der Telemetrie nicht gepasst haben, da die Grafik hier nicht anzeigt, ob und welche Triebwerke angegangen sind. Es ist jedoch davon auszugehen, dass die weiche Landung funktioniert hat, da das Schiff sich neu orientiert, die meiste Geschwindigkeit herausgenommen wird und sich dann für einige Sekunden mit einer recht niedrigen Geschwindigkeit der Wasseroberfläche nähert. Dann setzt es auf dem Wasser auf und fällt, bevor das Signal verloren geht. Damit war dieser Test nach etwas mehr als einer Stunde erfolgreich zu Ende. Der Space Engineer hat noch diese Animation veröffentlicht, die zeigt, wie es mit einer intakten Linse ausgesehen haben könnte. Kommt ganz gut hin, wenn man die Originalaufnahmen drüber legt. Niemand hätte nach einigen Minuten im 20 Minuten Plasma-Regime gedacht, dass wir es bis zur Landung schaffen. Aber wie auch EFT-1 gezeigt hat, ist diese Architektur wesentlich robuster, als die meisten geglaubt hätten. Was das jetzt ganz konkret bedeutet, ist, dass Starship nun rein theoretisch betriebsbereit ist. Es kann zumindest Starlink und kleinere Satelliten in den Orbit bringen. Keinesfalls bedeutet das aber, dass die Entwicklung abgeschlossen ist. Es kann allerdings schon aktiv genutzt werden, sodass es nicht nur Geld kostet, sondern auch Umsätze generieren kann.
Ob sie beim nächsten Flug tatsächlich Starlings mitnehmen, kann ich nicht sagen. Aber was zu diesem Punkt sicher scheint, ist, dass sie versuchen werden, den Booster mit dem Turm zu fangen. Das hat Elon an mehreren Stellen verkündet. Die Arbeiten für den nächsten Flug haben schon begonnen. Jetzt beginnt eine interne Untersuchung des gesamten Fluges in Zusammenarbeit mit der FAA. Aber da die Öffentlichkeit zu keinem Zeitpunkt gefährdet war, wird man nicht auf den Abschluss der Untersuchung warten, bis man zum nächsten Flug übergeht. Also können wir Flug 5 schon in den nächsten 8 bis 10 Wochen erwarten. Was uns danach blüht, ist aber noch viel verrückter. SpaceX baut in Texas gerade einen zweiten Turm und in Florida bauen sie auch noch zwei Startanlagen, um die Kadenz in den nächsten Jahren massiv zu erhöhen. Meine anderen Starship-Fluganalysen habe ich unten in der Videobeschreibung verlinkt, wenn du dir diese auch noch ansehen möchtest. Vielen Dank an meine Kanalmitglieder, Patrons und alle, die Mars-Chroniken unterstützen. Ihr ermöglicht es mir, diese Videos für euch zu produzieren. Wenn auch du Mars-Chroniken unterstützen möchtest, damit wir weiter wachsen und gedeihen können, findest du alle Infos dazu unten in der Videobeschreibung. Mein Name ist Zirwan und das war Mars-Chroniken. Danke fürs Einschalten, Peraspera ad Astra.